Es hat sich gelohnt, dass Kobi Keyes extra nach Deutschland gereist ist, um für ihr neues Album zu werben. Breakthrough steigt ein in die Top 10. Für die Single dagegen läuft es nicht ganz so gut. Falling for You bleibt unverändert auf der 20. Da haben die Culture Candela-Fans wohl lieber in die Tickets der anstehenden Herbsttour investiert. In der zweiten Woche fällt Schöne neue Welt schon wieder. Und zwar von der 15 auf die 19. Na, schöne neue Woche. Am nächsten Wochenende können Green Day mit 21 Guns bei den MTV Video Music Awards so richtig abräumen. Das Video ist nämlich gleich dreimal nominiert. In gespannter Vorfreude steigt 21 Guns bei uns um einen Platz auf die 18. This used to be a fun house. Gerade hat Pink in Melbourne das 100. Konzert ihrer Funhouse-Tour gegeben. Die gleichnamige Single lässt sich von derartigen Feierlichkeiten aber offensichtlich nicht beeindrucken. Funhouse fällt von der 16 auf die 17. You don't know. Wem Milos Studioklänge nicht genügen, kann sich schon mal den 2. Oktober im Kalender ankreuzen. Da erscheint nämlich ein Live-Album des Belgiers. Bis wir You Don't Know live hören können, genügen wir uns mit der Studioversion und Platz 16. Nach den Negativschlagzeilen der letzten Monate gibt es endlich mal wieder eine gute Nachricht für die No Angels. Die erste Single des neuen Albums gefällt offensichtlich den Fans. One Life steigt ein auf Platz 15. Gerade stellte ein Gericht fest, dass ein Schweizer Politiker von seinen Gegnern Pitbull genannt werden darf. Vielleicht hilft ihm ja die Information, dass Pitbull bei uns sehr beliebt ist und mit I Know You Want Me nur einen Platz auf die 14 fällt. Nachdem Agnes bereits in ihrer Heimat Schweden mehrfach auf der Nummer 1 war, will sie mit ihrem dritten Album nun auch den Rest der Welt erobern. Mit ihrer Single Release Me erobert sie bei uns schon mal einen guten 13. Platz. Jan Delay verteidigt in dieser Woche erfolgreich den ersten Platz der Albumcharts. Da wird er es verkraften, dass der Appetitmacher aufs Album langsam etwas an Geschmack verliert. Oh Johnny fällt um einen Platz auf die 12. Seit diesem Wochenende ist Cascadas Evacuate the Dance Floor nun auch als Akustikversion erhältlich. Die Version mit fettem Sound und allem Zip und Zap erfreut sich aber auch weiterhin großer Beliebtheit und fällt nur leicht auf die 11. Das waren sie, die Plätze 20 bis 11. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt mal für die Top 10 schick machen, denn die kommen hier gleich vorbei spaziert nach einer ganz winzig kleinen Pause. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei den Top 100. Und bevor ich jetzt das Geheimnis um die aktuelle Nummer 1 lüfte, gucken wir uns nochmal die Plätze 10 bis 2 an. Oder wie man in dieser Woche sagen muss, David Guetta und noch so ein paar andere. I don't wanna wake up singt Beyoncé in ihrer aktuellen Single. Zumindest in dieser Woche ist es ihr gelungen. Beyoncé ist scheinbar auf Platz 10 eingeschlafen und bleibt dort mit Sweet Dreams unverändert liegen. Nachdem Sexy Bitch in den letzten Wochen von den Käufern etwas stiefmütterlich behandelt wurde, gelingt dem Stück nun doch noch der Aufstieg in die Top 10. David Guetta steigt mit Sexy Bitch von der 14 auf die 9. Hey, das geht ab. Nachdem Frauenarzt und Moneymark 3 Wochen auf Platz 9 waren, kommt bei den beiden nun wieder Bewegung rein. Das geht ab, steigt weiter und macht in dieser Woche vermutlich wieder nur ein kurzes Päuschen auf Platz 8. Nelly Furtado lässt sich momentan täglich von ihrem Trainer quälen, weil sie in der Pause zu viel Schokolade gegessen hat. Hoffentlich ist Nelly keine Frustesserin, denn wir haben schlechte Nachrichten. Manos Al-Aire fällt von der 5 auf die 7. Herzlichen Glückwunsch! Gerade haben die Black Eyed Peas in Deutschland mit ihrem Album The End Goldstatus erreicht. Die aktuelle Single I Got a Feeling bleibt davon unbeeindruckt und unverändert auf Platz 6. Und weil wir gerade schon dabei sind, gratulieren wir auch Emiliana Torini. Auch sie hat nämlich in der letzten Woche deutsches Gold verliehen bekommen. Und da nun langsam wohl jeder das Stück hat, fällt Jungle Drum von der 2 auf die 5. So schwer kann das Kreuz ja nicht sein, dass Beth Ditto da singt. Gossips Heavy Cross erklimmt den deutschen Charts-Olymp immer weiter und erreicht in dieser Woche eine neue Bestmarke auf Platz 4. Ob sich Cassandra Steen und Adel Tawil hier nun ähnlich lange häuslich einrichten wie auf Platz 2? Auf jeden Fall bauen die beiden schon in der 2. Woche munter an ihrer Stadt auf der 3.
Chart-Erfolg hat momentan einen Namen, David Guetta. Nachdem nun auch Sexy Bitch endlich in den Top 10 ist, belegt Monsieur Guetta Platz 2 gleich doppelt. Mit seinem Album One Love und mit der Single When Love Takes Over. Das waren sie, die Plätze 10 bis 2. Und pünktlich zum Kinostart von Vicky und die starken Männer geht's auch in den Charts zu, wie zu den besten Zeiten der Wikinger. Und zwar werden wir hier nämlich von Skandinaviern quasi überrollt. Ne, einmal hätten wir ja nach wie vor die Norweger, Alexander Rybak und Aha. Seit dieser Woche ist auch noch die Schwedin Agnes an Bord. Und angeführt wird die Bande auch in dieser Woche wieder von Marit Larsen auf Platz 1. Aber gut, ne, solange die Eroberer so schöne Musik machen, ist das irgendwie okay für uns. Also hier ist für euch If a Song Could Get Me You auf Platz 1. Viel Spaß und Tschüssikowski.